Hallo und herzlich willkommen zurück zu Railroad Corporation von Corby Games. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Zweite Folge und wir haben eine Nachricht von unserem Chef. Eine Werkstatt sollen wir bauen. Da Sie neu hier sind, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die Lokomotiven mit der Zeit verschleißen. Der Zahn der Zeit macht vor niemandem Halt und die Lokomotiven sind da keine Ausnahme. Vor allem, wenn sie schwere Ladungen transportieren. Je höher die Laufleistung und das Alter einer Lokomotive ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf der Strecke stehen bleibt. Um die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls zu minimieren, sollten Sie Werkstätten in den Bahnhöfen errichten und die Lokomotiven dort von Zeit zu Zeit warten lassen. Regelmäßige Wartungen reduzieren die negativen Effekte der Laufleistung, ändern aber nichts, wenn die Lok aufgrund ihres Alters in einem schlechten Zustand ist. Okay. In den Bahnhofsgebäuden. Das heißt, wir haben ja nur einen, wo alle Loks hinfahren momentan. Das ist dieser hier. Ja, natürlich kostet das wieder Geld. Wir haben hier die Befüllstation und wahrscheinlich müssen wir hier eine Werkstatt bauen. Wir gucken mal, wie teuer das ist. Okay, wir haben auf jeden Fall zu wenig Räume. Der Ausbau gibt uns 4 neue Räume. Und dann ist hier die Werkstatt. Dann gibt es noch eine Werkstattkostensenkung. Werkstattbeschleunigung. Kohlelager. Befüllstationbeschleunigung. Okay, also man kann ganz viele Sachen bauen, aber 3000 plus 3000 kann ich momentan oder möchte ich momentan nicht ausgeben. Auch wenn wir es könnten, weil wir haben ja ein Darlehen bis 50.000. Aber darauf spare ich jetzt erstmal. Also das lasse ich erstmal sein. Ich werde aber die Geschwindigkeit höher stellen, damit diese Lok ein bisschen schneller fährt und auch die andere natürlich und wir ein bisschen Geld verdienen. Und jetzt warten hier gleich schon 6 Bretter auf die Abholung. Wir können immer nur 2 transportieren. Das ist natürlich wirklich sehr krass, aber gut. Was sagt die Forschung? Noch 20 Tage, dann haben wir die Zugkraft erforscht. Und dann können wir schon wieder Geld ausgeben, zum Beispiel für mehr Leistung. Das ist für die Beschleunigung, das finde ich nicht so wichtig. Lebensdauer auch nicht so wichtig. Geschwindigkeit würde ich erstmal dran gehen. Plus 4, hört sich nicht viel an. Ja, wir müssen aber 5 Technologien erforschen. Hier ist noch mehr. Ja, das ist die Lokomotive John Bull. Forschung, Zugkraft wurde abgeschlossen. Okay, passt auf. Ich gebe das Geld aus hier für die maximale Geschwindigkeit. Wir stecken da 10 Leute rein, das geht also. Das ist gleich fertig. So, und jetzt schauen wir mal. Ja gut, die fährt jetzt leer natürlich zurück, das geht natürlich dann schneller. Die hatte 4 km/h, konnte die fahren. Mit voller Beladung, mit den 2 Brettern. Mal gucken, wie schnell die jetzt ist. 22, schaut mal, das hat sich also, die Erhöhung der Zugleistung hat sich erheblich gelohnt. Die fährt jetzt 22 km/h. Das ist deutlich schneller als vorher. Wunderbar. Sehr, sehr gut. Dann lasst uns gucken, wie wir ausbauen. Wir haben wieder ein bisschen Geld an der Hand. Und ich bin der Meinung, dass wir vielleicht noch das Getreide anschließen sollten. Ah, hier wird auch Getreide gebraucht. Wir fahren einfach Getreide hier von San Bruno nach Clarksville. Ach, das geht ja wieder nicht. Ich muss ja immer die Städte anschließen. Ich muss ja immer ausgehen von einem anderen Bahnhof anschließen. Na gut, okay. Dann haben wir nichts gesagt. Ich gucke mir mal kurz an, was das da oben ist. Das ist eine Kohlemine. Ja, da müssen wir die Kohle natürlich abholen. Aber wisst ihr was? Es müsste doch eigentlich möglich sein, dass ich erst anschließe da und dann von da nach da rüberfahre. Aber dann habe ich hier ein Gleis liegen. Das Geld kostet, das ist auch Blödsinn. Dann werden wir das Getreide hier halt eben nach Bowling Green bringen. Das ist auch okay. So, machen wir so eine Abzweigung. Na, das hat nicht funktioniert. Warum? Keine sehr gute Streckenführung, das gebe ich zu. Unsere Loks fahren eh nicht so schnell, das heißt, ich kann den Radius auch durchaus kleiner machen. Okay. 37.000, das ist genauso viel, wie wir gerade haben. Dann machen wir das mal.
Dann gehen wir jetzt nochmal ordentlich ins Minus, um eine zweite Lok zu kaufen. Eine dritte Lok, um genau zu sein. Noch eine Best Friend. Ja, wir überziehen das Konto. Und wir wollen Getreide einladen. 1, 2, 3, 4. Schade. 3 Stück gehen. Kontoüberziehung. Ja. Sehr geehrter Kunde, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie mit unserer Bank einem Kreditrahmen unterliegen. Die maximale erlaubte Kontoüberziehung für Ihre Firma beträgt 50.000. Bitte beachten Sie, dass jegliche Transaktion gestoppt und die Finanzen Ihrer Firma eingefroren werden, wenn Sie dieses Limit überziehen. Ich möchte Sie außerdem darauf hinweisen, dass unsere Bank eine tägliche Gebühr für die Nutzung des Kreditrahmens veranschlagt. Kundenberaterin Olive Myers. Ja, sehr nett. War ja aber auch klar so. Und wir entladen das Weizen hier und bestätigen. Dann macht die Linie nämlich direkt Geld. Ja, die fährt natürlich jetzt hier oben los. Und ich muss jetzt echt mal schauen. Scheinbar fahren die Züge halt alle so in den Bahnhof rein. Das gibt hier noch keine Kollision. Das finde ich ein bisschen schade. Muss ich ehrlich sagen. Oh, hier habe ich, glaube ich, mehr Geld ausgegeben, als nötig gewesen wäre, denn hier ist eine Brücke gebaut worden. Da habe ich beim Bauen nicht drauf aufgepasst. Andererseits ist das hier auch ein bisschen höher gelegen. Aber vielleicht hätte man dann lieber hier so rumbauen können. Okay, die Brücke hat wahrscheinlich... Die war teuer. So, das ist hier beladen oder befüllen wahrscheinlich. Ich glaube eher befüllen. Denn beladen ist jetzt danach passiert. Und da fährt sie wieder los. So, jetzt müssen wir uns vielleicht mal den Zustand unserer Loks angucken. Diese hier ist bei 61%. Und die erste bei 37%, um Gottes Willen. Also, boah. Ja, ihr wisst, was das heißt. Wir müssen auf jeden Fall die 3000 hier noch ausgeben. Und eine neue Einrichtung kaufen, nämlich die Werkstatt. Jetzt sind wir schon bei 30.000 in den Miesen. Ich glaube, ich habe zu viel zu schnell gebaut. Andererseits gibt es da natürlich gleich auch wieder richtig Geld. Ich glaube, ich werde das mal ausschalten. Die Warnung, denn wir wissen ja Bescheid. Olive Myers kommt sonst jedes Mal bei jeder Überziehung auf uns zu. So, ja, da gibt es einmal 16.000 und dann sind wir schon halb raus aus der Miese. Ich bin mal gespannt, wie wir das hier gleich anschließen. Noch die Kohle, weil wir müssen ja hier mal schauen. Wir haben noch 444 Tage Zeit, um Kohle und Eisen anzuliefern an das Stahlwerk hier nach Barnstable Town. Übrigens war die Forschung, glaube ich, auch schon wieder fertig. Ja. Na gut, jetzt warten die Loks hier, ne? Aber die fährt jetzt rein, obwohl die eine Lok gerade drin ist. Na gut, okay. Da kann man jetzt von halten, was man will. Ich finde das nicht so gut, habe ich schon gesagt. Ich hätte lieber einen Bahnhof hier mit 4 Gleisen. Aber wer weiß, ob das noch kommt. Auch das freie Platzieren von Bahnhöfen wäre für mich sehr wünschenswert. Schauen wir mal. Okay, Geld kommt rein. Wir sind also jetzt schon wieder bei minus 3000. Dann lasst uns doch nochmal eine neue Forschung aktivieren. Ja, soweit ich die Leistung nehme, die ist recht günstig, ne? Plus 8 PS nochmal. Die geht auch schnell. Dann nehmen wir die nochmal dazu, hier die maximale Geschwindigkeit. Zack. So, werden sie beide etwa gleichzeitig fertig. Und dann haben wir nämlich 4 von 5 Forschungen abgeschlossen. Ja, so werden hier Bäume gefällt. Seil dran. Runterziehen. Die Äste fallen sofort ab. Das ist sehr praktisch.
Ja, komm, ich will nicht zu sehr über das Detail meckern. Das Spiel hat wirklich was. Also ich finde es wirklich gut. Aber die Mankos habe ich ja gesagt. Also ich habe auch noch nicht gefunden, wie man Signale platzieren kann. Also kompliziertere Streckenschaltungen scheinen so noch nicht möglich zu sein. Jetzt wäre natürlich die Frage, gibt es sowas wie Weichen? Ja, okay, man kann also Weichen bauen. Also Übergänge hier, X-Weichen oder einfach so ein Übergang. Das geht. Das ist schon mal positiv. Das lässt auch vermuten, dass sowas wie Signale noch kommen. Vielleicht habe ich es auch einfach noch nicht gesehen. Signale sind bis jetzt immer automatisch platziert worden. Hier zum Beispiel. Bei der Ausweiche, die wir gebaut haben im Tutorial, ist auch ein Signal platziert worden. Ah gut, hier wird übrigens angezeigt, dass eine Lokomotive gewartet werden kann. Also hier ist ein Wartungsgebäude. Jetzt müssen wir mal gucken. Die erste Lok war bei 36%. Jetzt ist er bei 22%, um Gottes Willen. Ah, okay, schaut mal hier. Dienstleistung. Ich muss das hier auswählen. Mindestens 300, okay. Ah, okay. Also ich kann eine Wartung beauftragen oder das quasi automatisch machen. Ich mach mal eine erstmal. Machen wir bei der T3, machen wir das auch schon mal. Und bei der T2 machen wir das auch. Die ist auch schon runter auf 35%. Ist die jetzt schon repariert worden? Hab ich jetzt nicht gesehen. Ich glaube ja. Weil das hier wieder aus ist. Schauen wir mal kurz. Also hier hat 18%. Oh Gott. Ah, ich muss es bestätigen. Ich habe vergessen, es zu bestätigen. Jetzt ist die nicht gewartet worden. Und Status wird uns auch hier angezeigt. Die ist rot, gelb, grün. Da kann man sehen, in welchem Zustand die Loks sind. So, die T3 wird gerade repariert. Hier sieht man es. Und das dauert ganz schön lange. Holla die Waldfee. Und wir können nur eine Lok gleichzeitig machen. Ich glaube, mehr geht nicht. Wir können wohl eine Beschleunigung machen für die Werkstatt. Eine Kostensenkung und eine Beschleunigung, beides geht. Aber es kann nur eine Lok gleichzeitig gemacht werden. 32%. Aber gleich fertig. Achtung. 85%. 85 von 85, mehr geht gar nicht mehr. Das ist dann wohl das Alter. Oh ja, cool, guckt mal. Der Balken hat hier noch eine zweite Komponente. Der letzte Stück wird, also dieses Graue wird immer größer. Das ist quasi die Lebensdauer. Er hat jetzt noch, die ist bei 300 von 2000 Tagen. Und dementsprechend verringert sich auch immer mehr hier der Maximalzustand. Okay, verstehe. So, die T3 ist jetzt gewartet worden. Die ist bei 93 runter. Und dann wird die T1 gleich gemacht. Jetzt wird die T1 gemacht. Boah, wie lange das dauert, ne? Und in der Zeit wird kein Geld verdient. Immerhin halten die Loks nichts auf. Jetzt kann ich auch verstehen, warum diese Entscheidung getroffen wurde, dass die Loks die Bahnhöfe betreten können. Wir müssen uns einfach vorstellen, dass das Bahnhof ist, in dem fahren die Züge rein und dann ist das schon in Ordnung. Wie gesagt, ich wünschte mir eigentlich mehrere Gleise, aber es ist okay, komm. So, gucken wir kurz in die Forschung. Beide Forschungen fertig. Betriebssicherheit erhöht die Betriebssicherheit der Lokomotiven bei hoher Laufleistung und reduziert Ausfälle. Treibstoffverbrauch. Okay, Treibstoffverbrauch minus 10%. Lebensdauer, ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Hier plus 500 Tage gibt es dann. Das machen wir mal. Und Treibstoffverbrauch mache ich auch, komm. Dann haben wir Forschungs... nicht genug freie Arbeiter. Ja, okay, ich habe einmal zu viel drauf geklickt. Wir haben auf jeden Fall dann 5 Forschungen. Den Auftrag haben wir auch fertig. Ich glaube, wir können langsam auf diese Ziele hinarbeiten. Da haben wir noch 303 Tage. Wir müssen Kohle anliefern nach Barnstable Town. Und jetzt muss ich mal wirklich schauen, wie wir das machen. Kann ich jetzt ein Gleis von hier verlegen? Hier rein, das geht.
Dann würde ich das gerne so machen. So. Und dann bauen wir weiter von hier. Ist natürlich extrem langsam da jetzt, ich weiß es wohl. ...18.000 haben wir. So, und jetzt könnten wir hier Kohle anliefern. Neue Lok. So, wir laden ein. Eins, zwei... Ja, zwei Kohle. Und laden sie hier wieder aus. Und los geht's. So, und die kommt jetzt natürlich auch wieder von unten, die Lok, die T4. Die fährt hier los. Die fährt aber auch erst los, wenn die... der Zug da oben drüber her ist. Das heißt, hier wäre nochmal eine Ausweichstelle sinnvoll. Obwohl er eigentlich nicht, weil... eigentlich nicht. Was man jetzt machen könnte, ist natürlich hier sowas. Ja, da kommen wir jetzt nicht drüber weg. Aber hätte man vorher machen müssen, dass man sich jetzt zweigleisig macht irgendwie. Hier stehen jetzt zwei Signale. Ja, jetzt fährt die T4 hier rein. Anders ging es nicht, weil ich die Kurve von oben habe kommen lassen. Aber jetzt kann sie immer hin und her fahren. Tja, einfach so eine Querung bauen kann ich auch nicht machen. Das erlaubt mir halt dieser Baumodus nicht. Ja, da hoffe ich, dass das noch ein bisschen flexibler, ein bisschen freier wird. Das ist nämlich eine Sache, die ich nicht so toll finde. Okay, aber wir brauchen auch noch Erz da oben. Das heißt, wir haben 13.000, wahrscheinlich zu teuer. Was kostet uns denn die Kohle überhaupt? Also wir können sie verkaufen für 4.400 und wir kaufen sie für 1.200. Okay, wir machen also auf jeden Fall hier auch Gewinn, indem wir die Kohle anliefern. Kann ich die Züge eigentlich benennen? Ich habe ja hier T1, T4 stehen. Schauen wir mal. T4. Daten. Route. Namen kann ich nicht eingeben. Muss man sich also so ein bisschen hier an den Zahlen hangeln. Kommt vielleicht noch. So, wir brauchen eine zweite Route hier hoch. Das ist auch wieder teuer, aber wir haben viel Geld momentan. Und dann können wir direkt einen Zug einsetzen. Der hier zweimal Erz auflädt und hier zweimal Erz ablädt. So, Forschung abgeschlossen, 5, das heißt, die Aufgabe auch fertig. So, jetzt müssen wir schauen, das ist der T5, der fährt jetzt hier hoch nach Louisville, dreht dann um, fährt nach New Orleans, fährt dann raus, rüber nach Barnstable Town, dann nach Ericsville, ne, Winchester war's, und dann fährt er hier hin und her. Oh, ne, klar, der konnte direkt abbiegen, klar, natürlich. Mein Fehler. So, dass die Lok jetzt hier so lange wartet, das ist halt ein Problem. Gott sei Dank nur einmal. Wenn man jetzt hier mehrere Züge hätte, dann würde ich Ausweichstellen bauen. Da wir aber hier immer nur einen Endpunkt miteinander verbinden, ist das nicht so schlimm. So, Forschung Treibstoffverbrauch wurde abgeschlossen. Oh ja, klar, jetzt müssten wir ja eigentlich hier auch nochmal ein Wartungsgebäude bauen. Machen wir das doch mal. Also eine Werkstatt.
damit auch die Züge T4 und T5 gewartet werden können. Und jetzt schalte ich hier einfach mal die Automatik ein. Und das mache ich bei der T2 auch, weil die ist auch schon wieder hinüberfasst. Bei der T1 mache ich es auch. Und bei der T3 auch. Okay, so. Hier sieht man übrigens auch immer gerade, was passiert. Jetzt ist Wartung. Guter Überblick. So, 4 von 5 Kohle, da sind wir gleich fertig. Da kommt die 5. und 6. Kohle und noch zweimal hin und her. Dann haben wir auch das Eisenerz da. Dann haben wir die Aufgabe in dieser Mission geschafft. Und ja, so viel dann mal dazu. Weiß nicht, ob es dann auf dieser Karte noch weitergeht. Potenzial wäre ja noch. Es sind noch Städte da, die man anschließen kann. Ach, hier ist übrigens auch Erz. Ich hätte es auch von hier holen können, ohne Brücke, sehe ich gerade. Ja, das habe ich zu spät gesehen. Ist aber auch nicht schlimm. Gibt Schlimmeres. So, die Kohlelieferung ist abgeschlossen. Jetzt ist halt die Frage, können wir denn hier irgendwas mit den Fertigkeitspunkten machen? Im Moment noch nicht. 700 Punkte haben wir. Da ist das Büro. Ah, hier sind die Bedingungen der Mission nochmal aufgelistet. Ja gut, Spielmenü ist klar. Wie, 4 von 10? Wieso müssen wir denn jetzt... Wieso müssen wir den Eisenerz 10 anliefern plötzlich? Jetzt haben wir nur noch 130 Tage Zeit. Oh wei, oh wei. Haha, oh wei, oh wei, oh wei. Das könnte aber eng werden. Da gehe ich jetzt kein Risiko ein. Da holen wir uns nochmal einen Zug ran. Dann warten, bis die Lok vorbei ist. Jetzt hört er gerade was, das solltet ihr gar nicht hören. So, Verzeihung bitte. Da hatte ich mir einen Alarm programmiert. Eieieiei, na gut. So, okay, jetzt haben wir zwei Ausweichstellen hier. Jetzt kriegen wir das aber auf jeden Fall hin. Aber 80 Tage hätten wir wahrscheinlich auch so noch geschafft. Okay. So, lassen wir noch eben laufen hier. Da sind die letzten beiden. Ah ne, sind schon abgeliefert worden. Also die T6 wird dann die letzten beiden bringen. Und dann haben wir es auf jeden Fall fertig. Ausgezeichnet! Alle Rohmaterialien für die Stahlproduktion wurden geliefert. Ah ja gut, wir sind noch nicht fertig. Nun müssen wir den Stahl noch zu Mr. Denman in Cincinnati bringen. Stimmt, da war noch was. Die Zeit wird langsam knapp, also beeilen Sie sich. Na ja gut, 700 Tage. Mal gucken, wo es Cincinnati ist. Da oben. Also das finde ich ist jetzt überhaupt kein Problem. Da würde ich von hier rausbauen, hier nochmal über die Brücke. Wir könnten auch hier abzweigen. Hier, das wäre eigentlich noch besser. Und dann da hoch nach Cincinnati rein. Und da müssen wir wie viele Einheiten? 5 Stahl, das ist doch kein Problem. Wir haben ja schon 8 hier. Ah, locker, das kriegen wir hin. Also, bauen wir das Gleis. Zweigen ab. ...31.000 haben wir locker drin. Und dann gibt es noch eine neue Lok. So, wir laden Stahl ein.
Oh, alles klar, wir können immer nur einen nehmen. Na gut, dafür fährt die Lok dann schnell. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir das hier, aber können wir eh nur hier, hin entladen. Bestätigen. Okay, 5-mal hin und her fahren in 700 Tagen. Das sollte möglich sein. Und dann hätten wir diese Mission auch geschafft. Ich würde sagen, wir spielen hier in der nächsten Folge weiter, schließen das noch ab, gucken uns dann auch die nächste Mission nochmal an, den Anfang zumindest. Und dann haben wir hier, glaube ich, einen ganz guten Überblick über Railroad Corporation gewonnen. Und ja, wie gesagt, bisher nur Kampagne. Sandbox kommt noch. Und wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.